Großherzogin Maria Theresa, neue Details zum Eklat-Palast. Situation geriet außer Kontrolle. Es ist nicht das erste Mal, dass das Verhalten von Großherzogin Maria Theresa von Luxemburg 66 für negative Schlagzeilen sorgt, nach Berichten über die Personalpolitik von Maria Theresa und ihrem Ehemann. Großherzog Henri, 67, verließen zwischen den Jahren 2014 und 2019 insgesamt 51 der 110 Mitarbeiter innen den Hof. Danach wurde eine Untersuchung durch einen Sonderbeauftragten der Regierung, Waringo Rebord, durchgeführt. Das Ergebnis waren schwerwiegende Vorwürfe, auch von physischer Gewalt am Hof war die Rede. Im Zentrum der Kritik, Großherzogin Maria Theresa und ihr launischer, schwieriger Charakter. Nun soll sich die 66-Jährige erneut falsch verhalten haben, wie die Zeitung Die Letzt-e-Bürgerland am Freitag, 9. Dezember 2022, zuerst berichtete, kam es zwischen Großherzogin Maria Theresa und einer Mitarbeiterin zu einer verbalen Auseinandersetzung. Auf Nachfrage von RTL Today bestätigte das Staatsministerium den Fall. Der Vorfall wurde anschließend von Jacques Vlies, Generalsekretär des Regierungsrates und Regierungsvertreter im Koordinationsausschuss des Maison du Grand Duc, bearbeitet werden. Vlies erklärte, dass der Vorfall seiner Meinung nach inakzeptabel sei. Aus diesem Grund wurde die betroffene Mitarbeiterin zu ihrem eigenen Schutz an eine andere Stelle versetzt. Ein anderer Mitarbeiter soll ebenfalls um seine Versetzung gebeten haben. Ein Sprecher der royalen Familie wurde mit den Worten zitiert, dass es sich bei dem Eklat um einen isolierten Vorfall handeln würde, der bedauerlich sei. Einige Wochen nach Bekanntwerden des Eklats will der Letzt-e-Bürgerland nun weitere Details über den Vorfall herausgefunden haben. Die Situation soll am Wochenende des 29. und 30. Oktober 2022 außer Kontrolle geraten sein. Als Maria Theresa sich Kleider für das Verlobungsshooting ihrer Tochter Prinzessin Alexandra 32 anprobieren wollte, es musste angeblich zusätzliches Personal hinzugezogen werden, weil die Kammermädchen und das Garderobenpersonal überfordert waren. Am Montag habe die Großherzogin dann den Hofmarschall und ihre persönlichen Assistenten zu sich gerufen, um sich über die schlechte Organisation zu beklagen. Da die betroffenen MitarbeiterInnen jedoch nicht unterstützt oder verteidigt wurden, soll Premierminister Xavier Bettel, 49, dann zwei Wochen später in den Palast gegangen sein, um mit Maria Theresa und Großherzog Henri zu sprechen. Das führte zu weiteren Unstimmigkeiten innerhalb des Verwaltungsausschusses des Maison du Grand Duc. Schon in seinem Bericht aus dem Jahr 2020 schrieb Jeannot Waringo laut dem luxemburgischen Tageblatt, dass die Personalpolitik am Hof zahlreiche Fragen aufwerfe und eine gewisse Angst bei den Mitarbeitern des Palasts herrsche. Zudem soll die interne Kommunikation quasi nicht existiert haben, die Mitarbeiter Innen haben das Gefühl, nicht respektiert zu werden, während andere, sie sich im Gegenzug weniger kritisch äußern, bevorzugt behandeln werden. Untersuchungen, die nach dem jüngsten Vorfall im Palast wieder äußerst wichtig werden könnten. Verwendete Quellen, TDRTLU, Tageblattlu. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de